Wird Wim die Grünen stoppen oder stoppen die Grünen Wim? Es gibt jetzt eine neue Methode auf YouTube zu zensieren. Schauen wir mal. Dies ist eine Nachricht an die spezielle Person, die mein Video gemeldet hat wegen angeblicher Persönlichkeitsrechte der Spitzenkandidatin aus Baden-Württemberg und an den YouTube-Mitarbeiter. Hallo, mein Name ist Jürgen Felger, Freiheit für Wirtschaft, Information und Meinung. Der Kooperationspartner der Bundesregierung von Jens Spahn oder dem Gesundheitsministerium oder wie auch immer auf jeden Fall. YouTube hat mir heute eine Nachricht geschrieben und zwar funktioniert das System jetzt hier folgendermaßen. Man droht mir mit einer Löschung meines Videos, das würde gleich bedeuten, so viel ich weiß, mindestens eine Woche Sperre, wenn ich mein Video nicht bearbeite vom Samstag von der grünen Politikerin. Ja, es hat irgendeiner, es reicht wohl ein einziger, der irgendwelche Persönlichkeitsrechte anmeldet, ja, um eine entsprechende Drohung gegen einen Kanalbetreiber, ich habe jetzt immerhin 25.000 Abonnenten, ja, auszusenden. Dabei war es eine öffentliche Veranstaltung. Es war eine öffentliche Person, die Spitzenkandidatin von Baden-Württemberg, der Grünen, ja. Und es gab viele weitere Journalisten, ja, ich habe zwei Journalisten wurden begrüßt von zwei unterschiedlichen Tageszeitungen. Dann lief noch ein Fotograf herum, mindestens einer, ja. Und ich bekomme jetzt hier eine Androhung einer Kanalbehinderung kurz vor der Wahl. Das ist jetzt zum einen interessant, wie das jetzt hier funktioniert bei YouTube. Und ich sage nochmal, dem Kooperationspartner von der Bundesregierung, so muss man das bezeichnen, gegen die Opposition, was natürlich völlig illegal ist. Insofern, weil, ich meine, der Kooperationspartner von Jens Spahn, ja, für die Informationen zu Gesundheitsfragen, ja, jeder, der damit nicht einverstanden ist mit Jens Spahn, der wird ja auf YouTube auch entsprechend, ja, behandelt, sage ich jetzt mal, ja. Und ich wiederhole nochmal, lieber YouTube-Mitarbeiter. Also nochmal. Du hast jetzt mir automatisiert die Meldung mitgeteilt, dass hier ein angeblicher Verstoß möglicherweise vorliegt. Ja, das musst du überprüfen. Ich sage es jetzt nochmal, auch du lieber Verstoß, angeblicher Verstoßmelder. Ja, also, aber jetzt erstmal an den YouTube-Mitarbeiter. Also erstens, es war eine öffentliche Veranstaltung, die ich ins Netz gestellt habe. Diese Person, Frau Brandner, ist Spitzenkandidatin der Grünen, kurz vor der Wahl, ja. Ich habe keinen einzigen Kommentar dazu selbst gesprochen, ja. Ich habe nur die Themen quasi untertitelt, ja. Und also nochmal, erstens öffentliche Veranstaltung, zweitens öffentliche Personen und drittens, es waren viele andere Journalisten auch da. Ja, und die haben auch berichtet und Fotos gemacht, ja. Also wenn ihr mir jetzt dieses Video löscht, ja, dann vielleicht besuche ich euch mal in Hamburg, ja, und ruft da mal hoch, ja, und sag euch mal, was ich davon halte, dass ihr hier Videos löscht oder ja. Also ich bin gespannt, ja. Lieber Mitarbeiter, guckst dir genau an, das war wirklich alles tippitoppi in Ordnung. Ich habe noch nicht mal irgendeine Meinung dazu gesagt, zu dem ganzen Kladderadatsch. Das ist ja das Problem, ja. Das Ganze rührt daher, ja, weil die Grünen
Politikerin offenbar ja, sich so ein bisschen verplappert hat. Ja, und das soll irgendwie nicht in die Öffentlichkeit offenbar. Ja. Da will man mir irgendwie an den Karren fahren. Ich habe nur die Rede von der Spitzenkandidatin aus Baden-Württemberg, die Frau Brandner, ihre komplette Rede da hochgeladen. Ja. Und jetzt will man mir mit diesem Trick irgendwie an den Karren fahren. Ja. Ich musste erst mal darüber nachdenken, was das war, jetzt wieder ein neuer Trick, ja, wie man Videos löscht und zensiert. Ja. Also es, ja. Also nochmal, lieber Zensor, es ist alles in Ordnung. Kannst auch zu deinem Chef gehen mit den drei Argumenten, ja, dass du das Video nicht löscht. Und wenn du es dann doch löschen musst auf Anweisung des Vorgesetzten, ja, dann sag bitte vielleicht mir Bescheid. jfelger@jürgenfelger.de. Du kannst mir eine E-Mail schreiben, so ganz privat, wie so die Arbeitsatmosphäre ist, zum Beispiel bei YouTube, und möglicherweise, dass die Leute unter Druck gesetzt werden. Und falls du das Video gegen deinen Wunsch löschen musst. Ja? Okay. Und ihr, liebe Zuschauer, danke. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.